Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommen, eine Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines, dann müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil die sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter, unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu TraderFox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der TraderFox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. So, das ist jetzt der 15. Film. Es kommt noch 16 und 17. In diesem Clip geht es um Meta, Tesla und Netflix. Dann kommen noch Alphabet, Apple und Nvidia, Microsoft und Amazon. Wir haben jetzt heute den 31.12. Ich hoffe, ich schaffe das heute alles, aber ich will das auch hinter mir haben, damit ich irgendwie morgen dann auch mal frei habe, weil das ist schon anstrengend hier. Das ist ja nicht eine Sache von 10 Minuten. Und jetzt fangen wir an mit Meta. Meta. Also erstmal von den Terminen her, die sind sehr früh mit ihren Zahlen, mit dem Jahresabschluss 23. Das ist schon Ende Januar. Das ist also heute in einem Monat. Ich habe in der jüngsten Vergangenheit nur eine Analyse gefunden von einer Firma, die ich überhaupt nicht kenne, namens Wedbush. Und die sehen die Meta bei 420. Ja. Von mir aus kann ich nichts zu sagen. Weiß ich, ich habe sonst keine. Also Analysen gefunden. Das ist der Monatschart. Und das ist schon echt heftig hier. Also von, das war ja hier im Oktober letzten Jahres, Ende Oktober 22, von 88 hoch auf 368. Das alte All-Time-High war bei 387. Ich meine, das war die Geschichte, wo der Zuckerberg ein paar Tage vor Bekanntgaben der Zahlen einen größeren Anteil verkauft hat. Das hat er nicht gut gemacht, also zumindest nicht politisch nicht korrekt. So, vom Monatschart her gelten die als super hoch, sind aber weiter stabil, handeln am oberen Band, haben das Problem oder die Gefahr eines Doppeltops, eines langfristigen Doppeltops. Und wir haben hier Monate, bis auf einen, der ein bisschen negativ war, nur positive Kerzen. Ja, KI, Metaverse, um nur so ein paar Stichpunkte zu nennen. KI wird nach wie vor, möchte ich sagen, das beherrschende Thema sein. Das war es in dem Jahr. Diese Euphorie wird ein bisschen nachlassen. Aber egal wie, sie liegen am oberen Band. Das ist grundsätzlich in Ordnung. Aber nach so einer Bewegung, da noch das Momentum beizubehalten, die Akzeleration fortzuführen, fällt mir schwer zu glauben, aber wir werden es gleich auf Wochensicht sehen, wenn Sie dieses Alltime herausnehmen bei 387, sind Sie auch hier wieder frei. Vom Monat her ist es noch in Ordnung, ein bisschen hoch, ein bisschen angespannt, aber es ist noch in Ordnung. Gucken wir mal auf die Woche. Die Woche. So. Genauso hoch hier unten über die Stochastik, ziemlich neutral, dank dieser, ach doch schon lang Seitwärtsphase. Ich möchte jetzt nicht von 238 reden, aber nehmen wir mal die hier, wo ich den Strich gemacht habe. So 280 bis 360, das ist eine lange Seitwärtsphase. Deswegen ist der Trendfolger momentan ein bisschen überfordert. Ich kann es auf den ersten Blick gar nicht sehen. Ist der positiv oder negativ? Für mich ist der auf diesem Niveau neutral. Das ist die Liste vom die Linie vom All-Time-High. Also von der Woche her ja auch sehr angespannt, ohne Verkaufssignal. Jetzt kommen wir mal hier auf den Tag. Diese Zone hier ist schon eine sehr gute Unterstützung. Die ist allerdings weit weg. Die ist von 280 bis 273. Die ist weit weg.
selbst wenn ich hier Retracements anlege, ja, sind die irgendwo hier unten des 38er bezogen auf die Bewegung vom hier von Oktober letzten Jahres. Die sind also irgendwo ganz hier unten, bei 240 fängt es an. Der Tag gefällt mir jetzt mal nicht so. Wir knicken leicht ein über die traditionelle. Wir sind schon negativ über die moderne Sichtweise und wir stehen kurz vor einem Verkaufssignal über die Stochastik. Wir haben am Jahresschluss haben wir so eine Kerze hingebaut. Ich kann mir vorstellen, dass in den ersten zwei, drei Handelstagen des neuen Jahres das sogar durchaus nochmal hier hochgehen kann, aber ich werde den Teufel tun, nach so einer Bewegung hier noch irgendwie einen Call zu kaufen. Ich habe mir das mal so überlegt für euch. Ich habe da gesucht und Goldman hat da die besten Scheine auf Meta. Fangen wir mal mit dem Call an. 302, den würde ich jetzt nicht kaufen, auch wenn die hier ein neues Zwischenhoch machen. Also über 360, 370, sagen wir bis 380. Das nehme ich zur Kenntnis. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir noch zwei, drei Tage besser laufen, aber die brauchen eine Pause. Wie soll ich es ausdrücken? Das sind sie nicht wert. Das ist einfach zu schnell, zu viel, zu hoch, zu massiv. Also sie müssen irgendwann atmen. Das ist keine gesunde Bewegung. Aber klar, sie sind gestiegen, darf ich mich nicht gegen verwehren. Nur auf diesem Niveau jetzt hier, 300 Punkte über dem High, über dem Low, was sie gemacht haben im Oktober, finde ich ein bisschen überzogen. Wie dem auch sei, diesen 302er Call, der liegt also hier ungefähr da. Ich halte diese Unterstützung hier, Moment, da. Bei 314 halte ich für sehr, sehr wichtig. Das ist vom Chart her oftmals bestätigt, aber es ist auch das untere Band. Dies wichtig. Da sollten Sie auf gar keinen Fall drunter gehen. Dennoch glaube ich, dass wir so eine Bewegung bekommen hier. Da waren es so um die 40 Dollar, hier waren es um die 50 Dollar, dass uns sowas bevorsteht. Und dann wären wir bei 310, 311. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir den treffen, erachte ich als hoch. Erst wenn wir hier unten irgendwo sind, schaue ich mir diesen Call genauer an, den 302er. Da muss man gucken, wie lange das dauert und wie das Aufgeld bzw. wie die Basis dann sich verändert hat. Ich werde mir in den nächsten zwei Tagen sowas hier kaufen. Das ist ein 395er Put, der liegt hier oben. Nicht das volle Size. Ich mache da vielleicht 15, vielleicht 20% dessen, was ich normalerweise mache. Aber wenn ich mir das hier so alles anschaue, und wie gesagt, hier sind wir schon negativ, hier werden wir bald negativ, da brauchst du nur einen Tag unverändert, dann kriege ich hier die schönsten Verkaufssignale. Ich werde sie nicht mehr long gehen und ich werde mich auf diesen Put hier werde ich mich konzentrieren. 395,40. Wie gesagt, der liegt hier hinter dem All-Time-High. Der muss auch knapp hinter das All-Time-High, weil wenn sie wieder erwarten, wieder meines Erwartens, hier drüber gehen sollten, dann können sie auch schnell nochmal 410, 420 machen. Dann will ich nicht zu weit weg sein. 395,40, aber wie gesagt, nicht das volle Size. Das wird, ich habe mir jetzt die anderen Werte noch nicht angeschaut, wahrscheinlich bei dem einen oder anderen dieser Magnificent 7 auch der Fall sein. Irgendwie haben die langsam mal ja, die Basis verloren, sagen wir es mal so. Und die müssen mal ein bisschen zurück zur Basis. Idealzustand wäre ein Abgleiten hier auf die 313. Und schon sind wir bei Tesla. Tesla polarisiert sehr. Ob seines ehemaligen Chefs. So, die bringen am 24.01. den Jahresabschluss. Da bin ich sehr gespannt. Es war neulich, ich hatte das bei irgendeinem, ich glaube bei BYD, oder bei irgendeinem Wert hatte ich das erwähnt. Das Handelsblatt hat neulich was gemacht. Und der Spruch zu Tesla ist folgender. Im Preiskampf um Marktanteile hatte der US-Autobauer in den vergangenen Monaten mehrfach die Preise seiner Elektromodelle gesenkt. Das spiegelt sich bei der Rendite. Die Marge bei Tesla brach ein und lag zwischen April und Juli 2023 bei 9,6% nach 14,6% im Vorjahresquartal. Gerade in China kam das ja richtig böse ein. Die haben denn ja auch teilweise die Scheiben eingeschmissen. Ich meine, wenn ich einen Pullover kaufe und der kommt dann auch für, was weiß ich, 100 Euro und der kommt dann in Wintersale für 40 Euro, ärgere ich mich auch. Aber wenn ich so ein Auto kaufe für richtig Geld und das wird dann 10% billiger, ja, dann ist meine Säuernis nochmal vervielfacht. Ich habe auch hier keine neueren Analystenmeinungen gesehen.
Gibt es bestimmt, weil Tesla wird laufend irgendwo analysiert. Ich habe keine gefunden, also zumindest von der Firma, die ich kenne. Sagen wir es mal so rum. Das hier ist der Monatschart. Und ich kann den ja mal spaßeshalber nochmal weiter runter machen. Da waren die hier irgendwann mal bei 2. Also da steht nichts dahinter. 2,02. Ja, und dann haben sie halt den Weg hier gemacht. Der eigentliche Hype, der fing ja hier an. Das war im 2019, Dezember. Wie auch immer. Wir haben hier über den Monatsstart ein wirklich solide Trendlinie. Oftmals bestätigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, fast 7 Mal. Die ist wichtig für mich. Wir sind von der Technik her okay. Also, naja, hier eher neutral über den Trendfolger. Das ist dieser Seitwärtsbewegung hier geschuldet. Und im neutralen Bereich über den Oszillator. Also vom Monatstrend her oder vom Monatschart her ist diese Linie hier sehr, sehr wichtig. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vielleicht sogar schon im Wochenchart. Hier ist sie, die Linie. Hier fällt das jetzt auf. Jetzt muss ich das mal ein bisschen hoch machen, dass man das besser sieht. So. Die Bänder sind für Tesla-Verhältnisse recht eng. 207 zu 273. Das ist ziemlich eng. Das haben die also einmal ganz kurz hier gehabt, aber ansonsten sind die immer irgendwie deutlich breiter, weil die bewegen sich halt auch wie ein Flummi im Kasten. Wir sind leicht negativ über den Oszillator. Wir sind absolut völlig meinungslos über den Trendfolger. Da ist gar nichts. Wir haben, und als solcher gilt er, einen Shootingstar auf Wochensicht. Ja, wir haben genügend, der ist höher als der hier. Und wir haben genügend, das ist nicht ganz so schön wie der hier, aber wir haben einfach einen Shootingstar. Das muss man mal so hinnehmen. Das ist die 200-Wochen-Linie, liegt bei 216. Dann haben wir im Tageschart, so, ein bisschen rangeholt. Hier ist nach wie vor dieser Trend. Und der liegt also momentan bei 200, Moment, mal schauen, 200, ja, hier, 75. Der ist deswegen wichtig, weil mit einem Überbieten dieses Trendes würden wir das Band nach oben aufreißen und wir würden auch das Zwischenhoch bei 269 rausnehmen. Da muss ich aber tunlichst beeilen, denn hier über die tägliche Technik, sowohl im Oszillator als auch im Trendfolger, wird sie negativ. Einzig vorteilhaft sehe ich jetzt momentan, dass sie die 20-Tage-Linie touchiert hat. Das ist soweit in Ordnung, aber ich habe momentan nicht das Vertrauen, wir haben hier auch eine nicht so schöne Kerzenformation, nicht das Vertrauen, dass die jetzt sofort hier drüber gehen. Ich glaube eher, die sehen mindestens die 200-Tage-Linie wieder. Das würde sich sehr gut verbinden. Guck mal hier im Fadenkreuz, wie hier die Linie ist. Mit diesem Low vom 17.11., mit dem nächsten vom 13.12., mit dem unteren Band, mit der 200-Tage-Linie. Und dann haben wir hier unten drunter, von diesem Tag hier, das war der 13.11., haben wir noch ein Gap und das liegt bei 223. Also ich rechne eher damit, dass Sie hier nochmal Atem holen und vielleicht dann das Ding machen. Richtig blöde, aber das ist weit, weit weg, würde es erst hier drunter werden, unter 194. Aber ich sehe momentan, gut, diese Prämie da in Deutschland, dass die wegfällt. Also Deutschland ist jetzt nicht der Megamarkt für Tesla, obwohl sie hier ein Werk haben. Ich glaube nicht, dass sie in dieser Bewegung jetzt hier gleich kehrt machen und hier oben irgendwo hingehen. So auf die 299. Das sehe ich jetzt mal nicht. Ich glaube eher, dass sie nochmal Atem holen, so in diesen Bereich hier nochmal reingehen. So habe ich auch die Scheine ausgesucht, die Zertifikate. Auch hier war Goldman besser als die der Emittenten, mit denen ich sonst sehr gerne zusammenarbeite. Ein 218er Call, der liegt hier hinten. Den muss ich nicht jetzt kaufen, den kaufe ich entweder, wenn wir hier drüber gehen, hier ein neues High machen oder idealerweise die 266 hier überbieten. Oder 269 war das. Dann gucke ich mir den an. Der ist zwar weit weg, aber das muss man bei Tesla machen. Die Aufgelder sind auch recht hoch. Aber, und das werde ich machen, genauso wie in Meta, ich werde mir von dem hier was holen. Das ist der 200, sagen wir mal, 90er Put. Da sind wir hier oben. Da werde ich mir welche holen. Mit der Spekulation, dass wir irgendwo hier Richtung 200-Tage-Linie gehen. Das sind dann auch nochmal 30 Dollar. Den werde ich probieren, aber auch hier mit gebremstem Schaum. Kleine Position, aber ich werde eher den hier nehmen. Mir gefallen die Tesla nicht so gut. So, bei den beiden vorgenannten Werten bin ich eher auf der Short-Seite.
oder möchte ich gerne auf die Short-Seite gehen? Jetzt kommt der dritte Wert hinzu. Das ist Netflix. Netflix bringt auch sehr früh Zahlen hier am 23.01. Das wird die Höllenwoche da, irgendwie so um den 20. bis 30., also die Höllenzeit. Da kommt eine ganze Menge rein. Also, ich habe keine neuere Analyse gefunden. Die wird erst kommen, wenn die Zahlen draußen sind. Das ist der Monatschart. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Wenn ich hier mal ganz liebevoll die Fibos anlege, sind wir genau bis zum 61er gelaufen. Also das lasse ich jetzt erstmal so wirken. Wir sind über die Technik noch positiv, überhaupt keine Frage. Monatstechnik. Ist das noch positiv? Aber das ist für mich, ist das ein fetter Widerstand. Und jetzt gucken wir mal die Geschichte auf der Wochenbasis an. So. Es gibt ein Gap vom 20.01. Ah, das mache ich im Tagesschart. Jetzt habe ich hier die Fibos rein. Jetzt habt ihr sie gesehen. Also das ist das 61er. Nehme ich mal raus, dass der Chart ein bisschen neutraler aussieht. Wir gelten über den Trendfolger als leicht negativ. Die Stochastik ist noch positiv, hat noch kein Verkaufssignal gegeben. Der Freund hier gefällt mir nicht. Das ist ein ganz klassischer Shootingstar. Wir sind ans Band und dann von da aus runter. Der Hochpunkt war bei 502,75. Also auch auf Wochensicht ist die für mich, da ist kein Momentum mehr drin. Auch die verdient sich eine Pause, die Netflix. Ich finde jetzt die Filme, ich habe es immer noch, ich wollte es die ganze Zeit abstellen. Ich habe es irgendwie nie dran gedacht. Ab und zu bin ich mal krank, da gucke ich mal rein. Manchmal gibt es auch was Gescheites. Aber was nehmen die jetzt? Glaube 18 Euro oder sowas. Es ist nicht wenig. Ja. Jetzt gehen wir in den Tag. In den Tag. Hier sind wir also bei den Fibos. Und hier, der Tag am 20.12. Auch ein Shootingstar. Ja, perfekt. Außenband raus, ins Band rein, Seitwärtsphase. 20-Tage-Linie als erster Support 475. Ja, wir handeln momentan bei 400. Wo sind wir denn? Vier hier, da. 489, das ist momentan. Also, erster Support 473. Ein zweiter, und der ist wesentlich wichtiger, ist der hier vom 6.12. bei 445. Das sieht mir fast so aus, als ob die unbedingt nochmal vor Weihnachten nochmal so eine kleine Rallye machen wollten. Aber ja, die hat auch geklappt. Aber das flacht alles ab. Auch über die Tagestechnik. Negativ im Trendfolger, traditionell und modern. Und negativ über die Stochastik. Nee, ich denke einfach, auch die haben eine Pause verdient nach diesem letzten Run hier vom 18.10. von der 343 auf die 489. Das ist schon viel. Ja, die haben sich eine Pause verdient und ich habe folgende Scheine. Ich habe einen 430er Call. Da liegen wir hier unterhalb von dieser Unterstützung. Ich werde mir das anschauen, wenn wir hier runterkommen, wovon ich ausgehe. Aber das wird sofort gestoppt, wenn wir hier drunter sind. 435 sowas. Da mache ich das sofort zu. 438, Schlusskurs. Der gefällt mir besser. Das ist der Put. Basis 515. Sind wir hier oben. Ist relativ knapp hinter diesem Shootingstar. Aber auch hier werde ich es probieren. Genau wie bei den beiden vorgenannten Werten. Aber auch hier nur 20%. Diese Magnificent, Glorious, Fantastic Seven, die springen halt ganz gerne mal. 5, 6, 7, 8, 10% hoch und runter. Siehe Nvidia. Deswegen, ich will da nicht zu weit weg sein. Ich will also keinen 550er Put nehmen. Das ist mir zu weit weg. Ich bleibe da lieber relativ nah dran. 515,5. Und tatsächlich sollten wir diesen Punkt hier bei der 490, sollten wir den überbieten. Mit Schlusskurs 495 werde ich den wahrscheinlich auch zumachen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber auch den hier, wie gesagt, nur 20% rein. Das heißt, ich habe schon drei Werte, die ich tendenziell eher als negativ erachte.